Wir kommen jetzt zu unserem heutigen Gast. Es ist ein Berufskollege von uns, der auch schon da bei uns war. Er ist im Grunde genommen in dreifacher Hinsicht Ausländer. Er ist nämlich in einer türkischen Familie geboren. Dann ist er Deutscher und dann erst noch Bayer. Und in Bayern ist ihm sogar mal ein Titel verliehen worden, nämlich er ist Botschafter Niederbayerns. Und heute ist er da bei uns. Begrüßen Sie recht herzlich den Django Asyl. Ja, dass ich gerade heute hier bin, das ist kein Zufall. War der Wunschkandidat der SVP. Ja, zur Feier des Tages. Ja, die Ausschaffungsinitiative wurde ja gewonnen. Ja, und ich bin ja für die SVP der ideale Ausländer. Ja, also quasi primär secondo, so gesehen. Ja, weil ich bin nicht kriminell und ich fahre nach der Arbeit auch wieder ins Ausland zurück. Ja. Na gut, ich meine, die SVP ist jetzt eh nicht gegen Ausländer. Die SVP sagt halt, man kann gerne von woanders her sein, wenn man dann auch wieder dahin geht. Ja? Na und ich bin ja eh froh, dass ich gerade jetzt in der Schweiz sein darf, weil in Deutschland, da ist Terroralarm, Bombenstimmung. Ja? Na vor allem, na wirklich, na, im Ernst, ne, da kann jederzeit eine Bombe hochgehen. Und wissen Sie, was die gefährlichste Bombe im Moment ist? Der Euro. Ja. Und wissen Sie, warum der Euro demnächst eventuell explodiert? Ja, ausnahmsweise ist nicht mal der Türke schuld. Nein, sondern die Griechen, Spanier und Portugiesen liegen seit 30 Jahren nur faul am Strand und erst jetzt hat man es gemerkt. Ja? Und Deutschland soll das alles jetzt bezahlen. Und da hat die Frau Merkel gesagt, nein, die Frau Merkel hat gemeint, Deutschland zahlt nur dann Reparationen, wenn vorher auch ein Weltkrieg verloren wurde. Ja? Sie hat gesagt, wenn wer von Deutschland Geld will, muss er erstmal mobil machen. Naja, und ich meine, die Frau Merkel macht jetzt deshalb da so viel Terror, weil überhaupt so ein bisschen so eine Terrorstimmung in der Luft ist in Deutschland. Das ist schon seit 2 Wochen, da war doch diese Geschichte. Namibia, Air Berlin und so. Ja, und da sieht man mal, wie perfide der Terror mittlerweile ist. Ja, früher brauchte man für einen Terroranschlag noch Sprengstoff, aber in Namibia war das bloß eine Uhr in einer Laptoptasche. Früher brauchte man für einen Terroranschlag noch Terroristen, aber in Namibia, das waren Tester. Ja? Aber alle Welt rechnet mit Al-Qaida, dabei war Stiftung Warentest. Ja? Ja. Na, wobei, der hochexplosivste Sprengstoff im Moment in Deutschland ist ja das Buch vom Sarrazin. Sarrazin, kennen Sie? Ja, das ist so die Playmobil-Version von Christoph Mörgeli. Und ja, und der hat ein Buch gemacht mit unfassbaren Thesen. Also der Sarrazin, und vor allem das Buch, ist ein Verkaufsschlager. Über 1 Million verkaufte Exemplare, 27% der Käufer Analphabeten. Ja, und zwar behauptet der Sarrazin, Genetik wäre vererblich. Und Ausländer sind genetischer als Inländer. Ja, und dann ging's ja rund in Deutschland, ja. Und also ich merke das selber. Auf offener Straße werde ich von Leuten gefragt, ja, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich Türke geworden? Sie sind ja gar nicht kriminell und so weiter. Ja, also. Na, es passt eh, dass ich eben da gerade auch da bin, weil ich will jetzt in die Schweiz, also komplett umsiedeln. Ich suche auch eine Wohnung mit Dusche. Na, bitte keine Badewanne, weil seit dieser Uwe Barschel-Geschichte bin ich da ein bisschen allergisch. Ja. Und, na, ich würde auch gut herpassen in die Schweiz, weil ich bin ja eigentlich schon die Vorstufe des Schweizer Staatsbürgers, weil ich habe ja eine abgeschlossene Bankausbildung. Ja, und zwar Sparkasse. Ja, nicht UBS, sonst wäre wieder kriminell. Nee, aber. Na, und. Ja, ich kann mich auch integrieren. Ich bin auch ein Fan so von diesen typischen Sitten und Bräuchen, gerade so in Zürich zum Beispiel. Ja. Wo ich ein ganz großer Fan bin, das ist ja diese tolle Geschichte mit dem Böck. Da. Sexy Leuten, je nachdem, wie spät das gerade ist. Und ich habe mir das mal erklären lassen. Wie war das? Da wird da so ein Scheiterhaufen aufgebaut und dann baut man darauf so eine überlebensgroße Puppe vom Toni Brunner drauf.
Und dann tut man im Kopf so Sprengstoff rein, zweck Symbolcharakter. Ja? Und dann zündet man das Ganze an und je höher das explodiert, umso mehr Tamilen dürfen dann im nächsten Jahr einreisen. Vielen Dank. Danke, Asim. Willkommen.